Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1904 der Schalke Talk. An meiner Seite der unvergleichliche Schalke Reporter der Funke Sportgruppe, Andi Ernst. Ja. Guten Morgen. Und mein lieber Kollege aus der von der Watzgelsenkirchen, Matthias Hesemann. Hallo. Mein Name ist Sinan Schatt und 1904 Sekunden beginnen jetzt. Andi, das letzte Testspiel von Schalke vor dem Rückrundenstart, beziehungsweise vor dem Start der Hinrunde eigentlich, der Verlängerung gestern, gegen Bremen ging wieder verloren. Schalke hat kein einziges Testspiel gewonnen und trotzdem war das Spiel gestern ja gar nicht schlecht. Kannst du es ein bisschen zusammenfassen? Erstmal eine Beleidigung an dich. Du hast wegen des Regens bist du zu Hause geblieben. Also ja, kann ich ja. Zu meiner Entschuldigung, ich war vorher 3 Stunden mit meinem Sohn im Indoor-Spielplatz und hatte dann keine. Für Schalke geht man trotzdem. Wir wollten da gleich noch drauf kommen, Matthias. Aber das ist ja der Klassiker. Flutlicht geht an. 15.000 Leute sind da. Gestern sogar 18.000. Und ja, verloren ist natürlich doof. Und das heißt ja immer in der Vorbereitung, sind Ergebnisse nicht so relevant. Trainer Thomas Reis hat so ein bisschen widersprochen. Ja, natürlich sind Ergebnisse relevant, hat er gesagt. Nee, jeder will gewinnen, ein Testspiel. Und wenn du dann die 6 Spiele hast und gewinnst keins davon, natürlich macht das was mit dir. So, aber konkret zum Spiel gestern. Ja, es hat mich so ein bisschen an viele Spiele der Hinrunde erinnert, weil Schalke einfach einfache Abwehrfehler gemacht hat. Gestern vor allen Dingen in der ersten Halbzeit einen, der zum Gegentor geführt hat. Wenn du einen Stürmer wie Niklas Füllkrug im Strafraum alleine lässt, dann klingelt es halt. So ist das nun mal. Der ist einfach super in Form, das haben wir bei der WM gesehen. Und solche Fehler musst du einfach vermeiden. Und Thomas Reis war auch wirklich, das hat man gesehen, stinkesauer. Das war für den jetzt nicht nur, komm, wir haben noch eine Woche in Frankfurt, wird's schon gehen. Sondern er sagte, im Mittelfeld verlieren wir den Ball durch einen Hackentrick. Außen sind wir viel zu weit vom Flankengeber weg. In der Mitte stimmt die Abstimmung nicht. 2 Meter von West geht einfach alles nicht. Da war ein bisschen sauer. Also hinten gab's schon 1, 2 Wackler. Ja, und vorne, wir haben gerade kurz in der Vorbereitung drüber gesprochen, dieser Sendung. Die haben einfach Chancen verballert. Ja. Das geht einfach nicht. Also auch da war Thomas Reis wirklich angefressen. Der stand in der Mixzone und hat uns so angeguckt. Leute, wie viele Hochkaräter wollen wir noch haben? So stand er vor uns. Und er hat ja recht. Ne, also das waren also 3 Hütten hätte Schalke machen müssen. Also die erste war, Tom Kraus steht nach einer Ecke. Also Entschuldigung, wirklich 5 Meter so weit, wie ich von der Kamera entfernt sitze, steht der alleine vorm Tor. Und der muss eigentlich nur den Ball aufs Tor köpfen. Und ich glaube, das hätten ja vielleicht sogar wir 3 hingekriegt, den Ball irgendwie aufs Tor zu köpfen. Vorsicht. Ja, aber das war wirklich schwer, den drüber zu köpfen. Er hat es geschafft. Dann Danny Latzer läuft allein aufs Tor zu, schießt den Torwart an. Simon Terodde erahnt, dass der Torwart einen Fehlpass macht, spritzt dazwischen, läuft allein aufs Tor zu, schiebt nicht rein. Kosuke hat eine Chance durch einen Schuss vom Strafraum, schießt zentral aufs Tor, Torwart hält. Also es stand 0-1 und Schalke hätte mindestens ausgleichen müssen und hätte das dann auch verdient gehabt. Kann man sowas denn, du beschreibst ja gerade einen Spielverlauf, der das klassische Glas halb voll, halb leer beschreibt. Chancen gehabt in Fülle, aber nicht reingemacht. Was glaubst du, kriegt Thomas Reis das jetzt hin, die nächste Woche noch, um solche Momente dann irgendwie zu schaffen oder beziehungsweise dann die Spieler so zu motivieren, dass sie den dann reinmachen? Ja, also Schalke hofft darauf. Und die Frage ist, hoffst du auch darauf? Weil wie oft saßen wir hier und haben gesagt, meinst du, die kriegen das in der kommenden Woche gefixt? Ich kann mich an ziemlich viele Spiele, fast ein Dutzend Spiele erinnern, wo wir hier saßen und ja, kriegen sie das diesmal hin? Ja, für irgendwann müssen sie es hinkriegen, wenn sie den Klassenerhalt schaffen wollen. Und ich wage da jetzt keine allzu optimistische Prognose, aber vielleicht klappt es ja diesmal. Man weiß es ja nicht, ne? Glas halb voll, halb leer war, wie in den Vorbereitungsspielen auch gegen Nürnberg ähnlich und bei anderen auch. Erste Halbzeit sehr ordentlich. Also für mich, was mir so ein bisschen Mut gemacht hat, ist Chancen kreiert. Ja, du bist vors Tor gekommen, du bist in den Strafraum gekommen. Also erste Halbzeit Glas halb voll, zweite Halbzeit nach den vielen Wechseln, wie auch schon gegen Nürnberg, eher schwach. Und das für ein Vorbereitungsspiel nicht untypisch ist, ne? Dass man nach den Wechseln dann so ein bisschen rausnimmt. Bei Werder war es, dass nicht viel von der Bank kommt. Genau, bei Werder war es halt anders und deswegen ist es, wir kommen ja gleich auch vielleicht noch zum Vorbereitungsfazit, vielleicht nehme ich da ein bisschen was vorweg. Das ist halt auch ein Problem dieser Vorbereitung gewesen. Ja, du hast eine gute Stimmung und Thomas Reis hat dich schon richtig hart rangenommen und da waren jetzt keine Stinkstiefel dabei oder so. Aber du hast gestern nur noch 4 Profis als Feldspieler auf der Bank sitzen gehabt. 4. Und davon war zum Beispiel einer, Jordan Larsson, der in der Vorbereitung komplett enteiert wurde von Thomas Reis, muss man ja mal sagen. Was ich übrigens nicht verstehe. Ich finde den irgendwie immer noch gar nicht schlecht, wenn er auf dem Platz steht.
Aber gegen Nürnberg ja, hat er wirklich überzeugt hat. Nein, natürlich nicht. Aber du siehst, da ist halt noch Luft nach oben. Ja. Aber du kannst eindeutig sehen, gegen Nürnberg, beim letzten Testspiel in Bielek, hat er einen U23-Spieler eher eingewechselt als Jordan Larsson. So, gestern war das dann andersrum, da hat Jordan Larsson ab der Halbzeit gespielt, aber ist halt einer, auf den Thomas Reis nicht unbedingt setzt. So, das war einer dieser vier Profis, die reinkamen. Du hast einfach wegen erheblicher Personalsorgen, die du aus ganz vielen verschiedenen Gründen hast, hast du einfach keine Leute mehr. Du hast eigentlich nur eine erste Elf. Du machst drei Kreuze jeden Tag, da hat sich daraus keiner verletzt. Du hast gestern gemerkt, was für ein Raunen durch die Runde ging, als Maya Yoshida auf dem Wohlang und sich das rechte Knie hielt und... Ups, das kann passieren. Das ist live. Ja. Wir sind live. wir sind live. Sollen wir weitermachen? Hörst du uns noch? Einen Moment. Kannst du bitte was dazu sagen? Ja, ich rede. Bei dir ist okay. Bei mir? Ja. Und mich hört man auch noch, oder? Ja. Gut. Alles klar, ihr merkt, das ist eine Live-Sendung und wir haben neue Mikrofone und ich sollte das Funkgerät am Gürtel festmachen. Das habe ich offenbar nicht gut genug hingekriegt. Wir waren aber bei der Vorbereitung, ich habe es nicht vergessen. Aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen war die Vorbereitung, also geht Schalke jetzt mit einem Mini-Kader in die Saison. Ja. Thomas Reis hat gestern gesagt, er hofft darauf, dass vielleicht der ein oder andere noch zurückkommt. Ja, aber wer ist derjenige, der zurückkommen könnte? Das sind Mehmet Can Aydin, der war angeschlagen und ist vielleicht wieder da. Ersatzspieler. Sidi Sané, Ersatzspieler, hat ein Spiel gemacht. Aber ist in der Türkei im Trainingslager nicht so ganz überzeugt. Nicht ganz so überzeugt. Der kehrt jetzt auch zurück. Dann hast du meinetwegen 6 Spieler auf der Bank, die Profi-Erfahrung haben. Aber das sind jetzt auch keine, die dir jetzt die Punkte vom Himmel holen. Du musst eben darauf hoffen, dass diejenigen, die viele Monate raus waren, dass die jetzt möglichst schnell zurückkommen. Und die Frage ist, bringt das was, wenn Sepp Vandenberg seit 1. Oktober raus, Rodrigo Salazar seit 1. Oktober raus, Thomas Ovejan seit irgendwann im Oktober raus. Ja, und auch formschwach. Und auch formschwach, wenn du Alex die jetzt... Kral. Alex Kral natürlich mit den Rückenschmerzen, der auch seit 2 Monaten nicht trainiert hat. Wenn du jetzt die völlig ohne Spielpraxis irgendwie reinwerfen musst, also dann mache ich schon so... Gibt es denn da eigentlich irgendein Update? Also du hast ja schon süffisant festgestellt, dass du im Gegensatz zu mir gestern in der Arena warst. Zeichnen am Sonntag auf. Ja, richtig. Gibt es da ein Update, was die Verletzten angeht? Ja, also wie Thomas Reis gestern sagte, er hofft, dass der eine oder andere zurückkommt. Damit meint er vor allen Dingen Sané und Memo Aydin. Und bei den anderen, die haben in Bielek eben trainiert. Also bei Alex Kral ist der Rückenschmerzen schon seit Mitte Dezember. Kann nur reduziert trainieren, individuell trainieren, Stabilisierungsübungen machen. In Bielek hat er ein bisschen was mit dem Ball gemacht. Aber sobald er die Intensität steigerte, kamen die Rückenprobleme zurück. Das Problem ist, glaube ich, bei ihm, da weiß niemand genau, wo die Schmerzen herkommen. Ne? Ja, jetzt haben sie in Bielek wohl noch mal ein MRT gemacht. Und da haben sie gesagt, dass sie die Probleme, die Alex Kral hatte, wirklich genau festlegen konnten. Dass es irgendeine Bandscheibenproblematik ist und dass er jetzt ein bisschen kürzer treten muss. Und zumindest für alle Pflichtspiele im Januar, das sind ja Frankfurt, Leipzig und Köln, dass er für die auf jeden Fall ausfällt. Ja. Mönchengladbach ist dann vielleicht auch noch. Ja, und dann hast du halt nur noch 15 Pflichtspiele und Kral ist halt wirklich wichtig. Du hast gestern gesehen, Krals Rolle hat Danny Latzer übernommen. Und ja, er ist Kapitän dieser Mannschaft und er ist ein Schalker Junge. Aber ob Danny Latzer derjenige ist, der jetzt der Stabilisator ist im Mittelfeld, also ja, da habe ich wirklich Zweifel. Zumal wirklich. Kral ja nicht nur stabilisiert, sondern er auch durchaus ein offensives Spiel aufbaut. Ja, und Reis setzt halt komplett auf ihn. Ne? Also es war ja sogar im Gespräch, dass er, wenn er jetzt die Vorbereitung komplett durchgezogen hätte, dass er sogar in die Führung berufen wird, dass er Vizekapitän wird. Ne? Das stand ja durchaus im Raum, aber jetzt, es ist halt schwierig. Und wenn du ihn dann bringen musst, auch wenn er vielleicht noch nicht so ganz wiederhergestellt ist, weil du unter Druck gerätst, das Gleiche gilt für Salazar, wenn du einen Mittelfußbruch hattest. Natürlich kann Schalke Salazar gebrauchen, auch in dem System, das Thomas Reis spielen lässt. Cedric Brunner, der Rechtsverteidiger, war bei uns in der Mixzone gestern und sagte auch so nach dem Motto, wen wünschst du dir am ehesten zurück? Sagte ja, Salazar, weil er den Unterschied ausmachen kann. Aber der Junge hat ja den Mittelfuß gebrochen. Der ist 3 Wochen an Krücken gelaufen und also ob der drin, natürlich ist der heiß, aber Salazar war selbst, als er im Saft stand, nur für 50 Minuten fit und das wird jetzt, glaube ich, nicht so anders werden und der braucht halt auch ein bisschen, um wieder dazu zu kommen. Das Gleiche gilt natürlich für Vandenberg. Schalke hat aktuell keinen Innenverteidiger, weil sie sich darauf verlassen, dass Vandenberg eher zurückkommt, als sie dachten. Nur wenn er jetzt zurückkommt und er hat schon ein bisschen mit Ball trainiert, könnte also bald passieren, dann hat der Oktober, November, Dezember ja 4 Monate nicht gespielt. Und es kommt natürlich auch auf sein Tempo an.
Und ist der sofort im Saft, wenn er zurückkehrt? Also ich mache hier ein virtuelles Fragezeichen. Will jetzt aber wirklich nicht so negativ sein. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Anni ist so negativ. Aber ich will die Situation einfach realistisch einschätzen. Und es ist jetzt keine Vorbereitung gewesen, aus den vielen genannten Gründen gerade, die mich jetzt optimistisch macht, dass Schalke 9 Punkte, man kann ja gleich ausrechnen, 35 Punkte könnten reichen, 36, das sind 27, brauchen sie noch, 27 durch 3 sind 9. Da müssten sie von den verbleibenden 19 Spielen 9 gewinnen. Und aktuell kann ich jetzt sagen, im Fußball ist alles möglich, natürlich. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt zu 100% Mut machen kann und sagen kann, naja, klappt auf jeden Fall. Zumal die ersten Gegner jetzt auch nicht gerade Fallobst sind. Um auch so ein bisschen... Ja, auch da, es heißt ja immer, das ist ja der beliebte Spruch von Trainern, Managern und so, immer gegen alle spielen. Stimmt, ja, aber auf der anderen Seite, du fängst an gegen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig, haben wir gerade schon drüber gesprochen, und du hörst auf gegen Bayern München, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Da kannst du sagen, aus den ersten beiden und aus den letzten 3 Spielen kannst du dir jetzt nicht so viel ausrechnen. Und dann musst du diese 9 Siege, von denen ich gerade gesprochen habe, in den 14 Spielen zwischendurch holen. Und 9 von 14 Spielen gewinnen ist jetzt halt schwierig, wenn du die Probleme hast. Was ich natürlich positiv anmerken muss, die erste 11, die sie haben, ist jetzt nicht so schlecht. So mit Ausnahme jetzt vielleicht, also Latza mache ich halt Fragezeichen. Aber Abwehrkette, okay, rechter Verteidiger Brunner ist so auch eher nicht so gut, aber Innenverteidigung funktioniert. Yoshida, Matriciani sind relativ eingespielt. Der Linksverteidiger, den sie geholt haben, Uronen, das war, glaube ich, ein ganz guter Griff. Bei dem anderen Winterzugang bisher, das ist Niklas Tauer aus Mainz, haben sie halt Pech. Der kommt verletzt an, trainiert 2 Wochen mit, dann Muskelfaserriss, ist also auch erstmal raus. Du hast gerade die Zugänge, sorry, angesprochen, Personal hat natürlich auch mit Transfers zu tun, wir haben noch Transferperiode. Jetzt könnte man ja sagen, wenn so viele ausfallen, gibt Vereine, die reagieren dann und tätigen noch ein paar Transfers. Wie sieht es da aus? Ja, erinnern wir uns an die Abstiegssaison. Wer kam da im Winter? Da kamen Mustafi, Kolasinac, Huntelaar, William. Da war also noch ein bisschen Kohle da. Das ist jetzt halt anders. Schalke hat einfach kein Geld. Deswegen kommen halt auch Uronen und Tauer und keine anderen Spieler, die namhaft sind. Aber jetzt kriegt Schalke ein bisschen Kohle rein. Über den Transfer wird ja auch heiß diskutiert, genau, in den Foren. Florent Moyer, das ist einer der wenigen in diesem Kader, die halt wirklich richtig geil mit der Kugel umgehen können. Wie Mike Büsken jetzt sagen würde, der auf die Wiese geht und richtig gut spielen will. Da gibt es viele, die gesagt haben, um Gottes Willen, warum geht er denn ab? Florent Moyer wechselt jetzt für rund 1,5 Millionen zum FC Nantes nach Frankreich. Also unterschrieben ist noch nichts, offiziell gemacht ist noch nichts, aber dass der Wechsel scheitert, ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Falls er es doch tut, entschuldigen wir uns, dass wir jetzt so tun, als wäre er. Aber der Wechsel kann, also nach meinen Infos, kann der eigentlich nicht mehr scheitern. Er war gestern auch schon nicht mehr im Kader. Florent Moyer hat 500.000 Euro im Sommer gekostet. Das heißt, Schalke macht ungefähr so einen Gewinn von 1 Million. Und warum? Warum geben sie ihn ab? Das ist A, weil sie die Kohle gut gebrauchen können. B, weil Florent Moyer Schwierigkeiten mit der Integration hatte. Das heißt, er kann nur ein paar Brocken Englisch, kein Deutsch, konnte halt nur Französisch. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn ich im Scouting bin, dann kann man sich darüber mal ein bisschen informieren. Okay, auf jeden Fall hat er ein bisschen gebraucht. Dann Frank Kramer, der ehemalige Trainer, hat am Anfang wirklich darauf geachtet, dass die Kommunikation innerhalb der Mannschaft stimmt. Und dann war Moyer natürlich außen vor, weil er sich kaum verständigen konnte. Mhm. Als Thomas Reis übernahm oder kurz bevor Thomas Reis übernahm, haben sie einen Dolmetscher mit dazu genommen, der wirklich im Trainerteam war, der immer alles übersetzt hat. Dann wurde Moyer ein bisschen besser, aber ja, man hat gesehen, er kann Fußball spielen, man hat gesehen, da ist noch Luft nach oben, aber es war halt unterm Strich ein enttäuschender Transfer. Und als das Angebot kam, hat er selber gesagt, er möchte das machen, und seine Familie hat auch gesagt, sie möchte nach Frankreich zurück, weil sie sich hier eher nicht so integriert hat und wohlgefühlt. Deswegen ist Schalke gesprächsbereit geworden, hat aber Nantes direkt gesagt, wir leihen den nicht aus, erstens. Und zweitens, wir wollen einen signifikanten Gewinn machen, und hat eine Summe aufgerufen, die wird Schalke wohl kriegen. Und dann ist halt ein bisschen Kohle da. Und dann, um die Frage jetzt, die du gestellt hast, noch weiter auszuführen. Es ist jetzt natürlich so, dass möglicherweise mehr als einer kommt. Der Wunschkandidat, das ist ja seit Wochen Tim Skarke von Union Berlin, der selber gesagt hat, er möchte zu Schalke gehen. Aber Union Berlin hat bisher gesagt, no. So sehr Oliver Runert, der Manager von Union Berlin, ein Schalker sein mag, er hat ja lange bei Königsblau gearbeitet.
So sehr hat er dann doch Nein gesagt, weil die Rahmenbedingungen für Union Berlin bisher nicht gestimmt haben. Union Berlin ist in mehreren Wettbewerben unterwegs, braucht halt einen breiten Kader und hat gesagt, also den können wir auch noch entwickeln, warum sollen wir den jetzt abgeben? Was natürlich wieder Teil des Profifußball-üblichen Pokerspiels ist. Und jetzt hat Schalke die Mittel, um vielleicht noch ein, zwei Dollar draufzupacken. Ja. Und dann kommt Tim Skarke, Thomas Reis haben wir gestern gefragt, in der Woche, wir haben nur noch vier, boah, Hilfe. Also jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, schneller sprechen. Thomas Reis wurde gestern gefragt, ob Tim Skarke vielleicht schon in Frankfurt spielen könnte. Ja. Von Anfang an. Und normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass Thomas Reis antwortet, ja, bleib mal locker, irgendwie mach mal Fenster auf, kipp irgendwie, der Transfer ist noch gar nicht durch. Aber er hat gesagt, ja klar, der ist im Saft und der ist sicherlich schon ein Kaderkandidat, wo ich dann dachte so, ey, wenn Peter Knebel das jetzt hört, dann denkt er sich, scheiße, jetzt hast du aber den Transfer noch ein bisschen teurer gemacht. Apropos Knebel, Runert und sowas, Schalke hat eigentlich keinen Manager mehr, nachdem Ruven Schröder im Herbst seinen Job quittiert hat. Wer kümmert sich jetzt um Transfers? Macht das Knebel alleine oder wie sieht das aus? Nee, Peter Knebel hat ja ein Team zusammengestellt. Er ist natürlich der Hauptverantwortliche dafür, aber mit ihm zusammen kümmern sich der Chef-Scout André Hechelmann und der Sportreferent, das ist René Grotus, das ist derjenige, der schon unter Ruven Schröder die Verträge ausgearbeitet hat. Da muss ja ganz viel beachtet werden. Das ist jetzt nicht, ist schon ein bisschen mehr als Mustervertrag aus dem Internet ausdrucken, ein paar Zahlen eintragen und so. Das ist also schon manche Verträge an einem Fax. Genau, das ist schon ein bisschen komplizierter, darum kümmert er sich. Ja, und als die Transferperiode noch nicht so weit fortgeschritten war und man eine Zwischenbilanz ziehen konnte, hieß es Schalke intern, das funktioniert so gut, dass sie sogar überlegen, den Sportdirektorenposten nicht neu zu besetzen, sondern quasi das im Team weiterzumachen. Kann man jetzt natürlich ein Fragezeichen hintersetzen, wäre diese Transferperiode bisher anders gelaufen, wenn ein Sportdirektor da wäre? Wenn die Schalker jetzt diesen Talk sehen, dann werden sie die so machen, aber... Also wir haben gestern drüber gesprochen, ob ich jetzt zum Beispiel, ich habe gesagt, boah, so einen Kommentar schreibe ich jetzt. Ne, Schalke hätte einen Sportdirektor holen müssen, aber unterm Strich sind es eben noch 15 Tage in dieser Transferperiode und vielleicht machen Peter Knebel, André Hechelmann und René Grotus aus dieser Million, die sie zusätzlich haben, ja auch was richtig Gutes. Warte nochmal zwei Wochen im Kommentar. Und, deswegen würde ich sagen, ich warte jetzt noch zwei Wochen mit dem Kommentar und ziehe dann einen Strich drunter und sag, ist es eine gute Idee, mit in dieser Konstellation weiterzumachen oder sollte Schalke doch einen neuen Mann holen? Was man immer im Hinterkopf halten muss, der Verein hat gar keine Kohle, gar keine Kohle und muss einen Abstieg einkalkulieren. So. Das ist es immer noch. Und zur Wahl gehört ja auch ein Sportdirektor kann mit 1 Million Euro mehr wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig genau. Viel und bewegen. Die Argumentation von Peter Knebel war ja immer, warum jetzt kein neuer Sportdirektor? Durch die wenige Kohle, die vorhanden ist, war zu dem Zeitpunkt, als Ruven Schröder zurückgetreten ist, der Winter fast schon durchgeplant und ein neuer Sportdirektor hätte keine eigenen Akzente mehr setzen können. Weshalb also jetzt einen holen und den 3 Monate zu bezahlen, wenn er jetzt eh nicht viel ausrichten kann. Aber ich denke mal, ich meine, es gibt ja auch noch einen Aufsichtsrat, der auch genau drauf guckt, was passiert, wie wird damit umgegangen, wie ist die Kommunikation und sind alle Entscheidungen nachvollziehbar. Der wird dann ja auch sagen, wird dann auch fragen, Peter Knebel, so, zieh mal deine Bilanz, müssen wir einen holen oder nicht? Und dann wird der Aufsichtsrat auch vielleicht sagen, denk mal drüber nach und präsentiere uns mal ein paar andere Lösungen, als einfach nur mit Hechelmann und Grotus weitermachen. Aber auch da wird erstmal abgewartet, bis diese Transferperiode zu Ende ist. Da sitzt man jetzt nicht heute ist der 15. Januar, sitzt man nicht am 18. Januar, wir haben noch 13 Tage, wir holen jetzt mal Sport, wir machen jetzt Sinan Şah zum Sportdirektor hier, mach mal. So, also, Meine Stimme hast du. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut wäre für den Club. Dementsprechend würde ich jetzt mit meinem Kompletturteil noch gerne 2 Wochen warten wollen. Mach das. Du hast dann ja auch in den nächsten Wochen ein bisschen Zeit, dir da Gedanken drüber zu machen. Genau, ich habe es heute noch sehr gerne gemacht, das war mir auch wichtig, aber ja, in wenigen Tagen kommt mein drittes Kind und dann bin ich halt ein bisschen, raus. Zum Heimspiel gegen Wolfsburg, das ist am 10. Februar, habe ich vor, wieder zurückzukommen. Wir hatten ja vorher so intern nicht ernst gemeinte Wetten laufen, wer da zuerst Vater wird oder wieder Vater wird, Salazar oder du. Aber ja, Salazar hat ganz klar gewonnen, der ist seit 6. Januar und ja. Ist halt Profi. Er ist absolut, aber unterm Strich, dass Salazars erstes Kind war, führe ich jetzt trotzdem 3-1, so kann man das natürlich dann doch sehen. Also ihr merkt, bei allem Ernst der Lage, wir haben noch Spaß dran, ihr sicherlich auch. Schaltet nächstes Mal wieder ein zu 19.04, der Schalke-Talk. Tschüss. Tschüss. We'll be right back.